Wir haben eine ausgeklügelte Methode, um deine Identität vor der Gesichtserkennungstechnologie zu verbergen. Man nennt sie Maske. Und wenn wir schon hier sind, könntest du auch deine Garderobe etwas auffrischen. Ich meine, schau dich doch mal an. Du hast jetzt all das schicke neue Spielzeug, aber es ist auch wichtig, die Grundlagen zu kennen. Du musst lernen, wie man zuschlägt und wie man einsteckt. Albion dreht durch, wenn du mit einer Waffe ankommst. Die knallen dich gnadenlos ab. Wir wollen Kollateralschäden vermeiden. Bei DedSec benutzen wir Waffen nur im äußersten Notfall. Hast du schon Connie Robinson getroffen? Ihr gehört der Pub. Sie ist ein alter DedSec-Kontakt und eine ausgezeichnete. Fangen wir mit einfachen Schlägen an. Sei nicht schüchtern. Schlag zu. Jawoll! Besser hätte ich's auch nicht gekonnt. Du musst unter meinem Block durch. Finde meinen Schwachpunkt. Genau so. Du lernst schnell. Und jetzt Fußarbeit. Du musst Abstand gewinnen. Du lernst schnell. Ja, guter Schlag. Okay, Ausrüstung bereit? Du weißt, wie du dir nicht selbst in die Fresse haust oder erschossen wirst, weil du mit deiner Knarre rumfuchtelst? Klasse. Ich überlege mir, wie wir Zero Day finden. Hallo und willkommen zur heutigen Episode von The Upload. Wir unterhalten uns über die Optik und wie sie unser Leben verändert hat. Wie ihr sicher wisst, hat Bloom bei der letzten Toan-Konferenz eine neue Optik-Version angekündigt. Aber seitdem haben wir aufgrund der dramatischen Ereignisse kaum davon gehört. Denken wir also zurück und betrachten wir die Technologie. Ich meine, die Optik hat alles verändert. Mit ihr kann man Dinge in AR sehen. Man braucht kein Smartphone mehr. Man hat jetzt einfach dieses kleine Implantat, das Signale an den Sehnerv sendet. So kann man E-Mails lesen, Anrufe entgegennehmen und im Internet surfen, als hätte man den Bildschirm direkt vor Augen. Anstatt ein Telefon herumzutragen, braucht man nur dieses kleine Handgerät. Viel leichter und deutlich komfortabler. Einfach super. Vicky, das klingt ja, als würdest du die Optik echt lieben. Glaubst du wirklich, sie hat unser Leben verbessert? Naja klar, sie macht auf jeden Fall viele Dinge einfacher. Man kann im Handumdrehen Leute anrufen, einfach auswählen, mit wem man reden will und